Bundesnotaufnahmelager Marienfelde. Seit Jahren schon und in diesen Tagen wieder ganz besonders krasses und bestürzendes Abbild der deutschen Not. Zu den 2,5 Millionen, die in all diesen Jahren den Weg nach dem Westen suchten, kommen täglich neue, zu Hunderten, zu Tausenden. Gestern 1500, in der letzten Nacht und bis heute Mittag schon wieder mehr als 800. Niemand hat sie gerufen, aber wir müssen und wir werden ihnen helfen. Wege der Verbesserung und der Fürsorge für die Menschen aus Mitteldeutschland zu finden, war der Anlass des heutigen Besuchs des Bundesvertriebenenministers von Merkatz und seines Staatssekretärs Dr. Nahm im Bundesnotaufnahmelager. Durch Rationalisierung des Aufnahmeverfahrens konnte der Aufenthalt der Menschen hier im Durchgangslager, der normalerweise 12 Tage dauerte, schon auf 7 bis 8 Tage verkürzt werden. Es wird angestrebt, den Lageraufenthalt auf 5 bis 6 Tage herabzudrücken. Eine Entlastung für die Flüchtlinge, für das Lager und für das Personal soll jedoch vor allem dadurch erreicht werden, dass noch mehr Flüchtlinge sofort ausgeflogen werden, um ihr Notaufnahmeverfahren im Bundesgebiet abzuwickeln. Zurzeit beträgt die Ausflugsquote etwa 1000 pro Tag und die freien Plätze in den regulären Linienmaschinen reichen dafür aus. Das Berliner Notaufnahmeverfahren soll so eingerichtet werden, dass hier täglich 500 Personen durchgeschleust werden können, ohne das Personal übermäßig zu belasten. Im Lager sprachen wir heute mit Bundesvertriebenenminister von Merkatz und seinem Staatssekretär Dr. Nahm. Die Flüchtlingszahlen der letzten 24 Stunden haben alle unsere Erwartungen und Befürchtungen übertroffen. Herr Minister, ich nehme an, dass Ihr Besuch in Berlin im Zusammenhang steht mit der Beschleunigung des Aufnahmeverfahrens und auch vielleicht der Beschleunigung der Unterbringung der Menschen aus Mitteldeutschland nachher drüben im Bundesgebiet. Ich habe vor allen Dingen hier praktische Aufgaben zu lösen. Das heißt nicht ich als Person. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit aller Angehörigen dieses Notauflagelagers, wie des Ministeriums. Praktische Aufgaben zu lösen. Eine zentrale Aufgabe, für diese Menschen zu sorgen. Und das sind zwei Dinge zu vollziehen. Einmal, Berlin muss entlastet werden. Und zum Zweiten müssen diese Menschen ihre Aufnahme in den Ländern finden. Eine gute Aufnahme in den Ländern. Es liegt mir sehr daran, um diese Aufgabe am Menschen zu erfüllen, dass die Übergangszeit des Sich-Einlebens so weit wie möglich abgekürzt wird. Das sind alles praktisch organisatorische Aufgaben, die wir hier zu erfüllen haben. Die aber doch das Mithelfen der gesamten Bevölkerung des Bundesgebietes voraussetzen. Denn Wohnungsbaumittel werden zur Verfügung gestellt. Es muss aber einer da sein, der baut. Es muss drüben die Aufnahmebereitschaft da sein. Und Herr Minister, das ist ja unsere zweite große Sorge, um die wir uns drüben laufend bemühen. Aber wir haben bis jetzt bei den Ländern und Gemeinden ein gutes Echo gefunden. Ich kann nur sagen, die deutsche Frage, wenn ich mal das große Wort nehmen soll, kann nur gelöst werden durch den Geist der Hilfsbereitschaft aller Deutschen untereinander. Und dem dient unsere Arbeit hier.